Und weshalb sitzen in den Regierungen Europas und Amerikas die dümmsten Leute? Ist ja unglaublich. Das ist wie ein Gang durch eine Geisterbahn an der Chilbi. Ja, wenn er ein Interview gibt, dann wird die Finanzwelt hellhörig. Seinen Gloom, Boom and Doom Report, den liest JP Morgan-Chef Jamie Dimon jeden Morgen zur Morgenlektüre. Und ich freue mich jetzt, den Schweizer Investor und die Börsenlegende Mark Faber begrüßen zu dürfen. Dr. Doom, Mark Faber, herzlich willkommen. Freut mich, an Ihrem Interview teilnehmen zu können. Herr Faber, Sie haben ja schon viele Krisen erlebt, sind ein alter Börsenhase. Sie haben auch schon viele Crashs auf den Punkt vorausgesagt, haben auch als einer der ersten im März 2009 zum Einstieg geblasen, richtigerweise. Wie unterscheidet sich denn die jetzige Krise von den bisherigen? Manche Ihrer Kollegen fühlen sich ja da schon ein bisschen an die Ölkrise in den frühen 80ern erinnert. Ja gut, ich habe nicht alle Krisen erlebt, auch nicht 29, 32, aber... So alt wollen Sie auch wieder nicht machen. Ich begann zu arbeiten 1970 an der Wall Street und bin dann im 73 nach Hongkong gezogen und habe seitdem eigentlich in Asien gelebt. Und deshalb habe ich doch einige Börseneinbrüche gesehen. Ich habe auch sehr viele Gelegenheiten gesehen, sehr günstig einzukaufen, ob das in Aktien war oder in Obligationen oder in Rohstoffen und Immobilien. Also es gibt einfach an den Märkten Schwankungen. Und ich glaube, wir sind im jetzigen Moment in einer ähnlichen Umgebung finanziell und wirtschaftlich wie so anfangs der 70er Jahre, wo dann die Börse noch bis 73 gestiegen ist in Amerika, aber nicht überall anders. Und dann sind wir nach 73 sehr stark gefallen. Und das war ein Bärenmarkt von 2 Jahren. Und die Kurse sind um rund 50% gefallen und viele Kurse von beliebten Aktien, wie das heute bei den FANG-Stocks, das sind die beliebten Aktien. Diese Aktien sind um rund 80% gefallen im Durchschnitt und die Inflation hat sich beschleunigt und die Zinsen sind gestiegen und so weiter. Und es war ein sehr schwieriges Umfeld für die Finanzwelt, eigentlich während 10 Jahren. Also die Einflüsse in die sogenannten Mutual Funds in Amerika, die waren negativ während 10 Jahren zwischen 1970 und 1981. Und also es war eine grauenhafte Misere in der Finanzwelt, die Brokerage-Gesellschaften in Amerika. Also ein großer Teil ist kaputt gegangen, bankrott und so weiter. Und, aber jede Krise ist natürlich anders und das jetzige Umfeld ist etwas anders in dem Sinn, dass natürlich heute alle Anlagemärkte eigentlich relativ teuer wurden durch eben das Gelddrucken der Zentralbanken. Also wenn Sie mich fragen, ja, jetzt kommt eine Rezession oder wir sind in einer Rezession, sollte ich Obligationen kaufen? Ja, theoretisch schon, aber nachdem die Zinsen auf einem Rekordtief lagen, in der Geschichte, nicht in einem Zyklus, sondern in der ganzen Weltgeschichte. Seit 5000 Jahren waren die Zinsen nie so tief wie in den Jahren 2018 bis 2020. Und jetzt sind die Zinsen schon etwas angestiegen, aber nicht sehr stark historisch gesehen, nicht? Wir hatten im Jahre 1981 10-jährige amerikanische Staatsanleihen, die hatten eine Rendite von über 15%. Und jetzt sind wir bei den 10-jährigen etwas unter 3%. Also sind immer noch, die Zinsen sind immer noch tief.
Weil Sie die Rezessionsgefahr angesprochen haben oder ob wir schon in der Rezession sind, das wird sich ja jetzt noch zeigen. Ich meine, technisch gesehen müssen da ja 2 Quartale in Folge negativ ausfallen vom BIP her, dass man da auch von einer Rezession spricht. Ich meine, Europa hängt da am seidenen Faden von Putin. Das ist nochmal eine andere Baustelle, sage ich jetzt mal. Da könnte es wirklich rumpeln, wenn Putin jetzt bei Nord Stream 1 bei der Wartung eben die Gaszufuhr nicht mehr aufdreht. Aber wie schätzen Sie da im Moment die weltweite Rezessionsgefahr ein? Droht uns da vielleicht wieder sowas wie 2008, 2009? Ja, ich möchte da doch bemerken, dass wenn Sie CNBC und Bloomberg und alle Fernsehstationen anschauen, dann wird der Mann auf der Straße nie interviewt. Verstehen Sie? Da werden Ökonomen und Politiker und Strategen von der Finanzwelt und alle diese Leute sind Lügner. Die leugnen. Denn sie wollen nicht dem Publikum zeigen, wie die Wirtschaft wirklich aussieht, sondern sie wollen immer ein gutes Bild darstellen, dass, ja, vielleicht kommt eine Rezession und so weiter und so fort. Aber fragen Sie die Leute auf der Straße, der typische Bürger in Europa, wie misst man eine Rezession? Die Rezession, der beste Maßstab, ist den Lebensstandard von Leuten zu betrachten. Und wenn Sie den Lebensstandard betrachten, muss ich einfach bemerken, dass dank der Lagarde, meiner Ansicht nach eine Verbrecherin, der Euro um fast 10% gegenüber dem Dollar gefallen ist, in diesem Jahr allein. Nicht in über 3 Jahren, in diesem Jahr allein. Mit anderen Worten, die Europäische Zentralbank hat es fertiggebracht, die ganze europäische Bevölkerung um 10% verärmer zu gestalten, als wenn sie eine Geldpolitik geführt hätte, die zu einer gewissen Währungsstabilität geführt hätte. Der einfache Bürger merkt das vielleicht nicht so krass, aber er merkt es, dass wenn er ein Sparer ist, ein ehrlicher Bürger, der hat ein kleines Geschäft, der hat Ersparnisse, die tut er auf die Bank, kriegt er keinen Zins und in der Zwischenzeit ist die Inflation doch so, je nach Haushalt und je nach Vermögenslage und Lage in der Gesellschaft beträgt die Inflation zwischen rund 7 und 15%. Da müssen Sie also schon ein Notenbankpräsident sein, um eine derartige Expropriation, Entrichtung von Vermögen und Einkommen den Bürgern zuzutun. Ein Verbrecher. Die EZB steht natürlich schon, die kriegt es gerade dicke ab. Also von allen Seiten steht voll im Kreuzfeuer der Kritik. Sie würde zu lasch agieren. Ja, gut, sie steht jetzt in der Kritik. Aber während Jahren, das muss ich also betonen, während Jahren haben sämtliche europäische Ökonomen und die Strategen und die Analysten applaudiert, dass die tiefen Zinsen gut seien. Und ich wurde sehr viel interviewt in den Medien und habe ich gesagt, das ist doch eine Sauerei für den einfachen Bürger, für den Sparer. Wissen Sie, was Sie mir gesagt haben? Sie haben mir gesagt, ja, er kann die Aktien kaufen. Ja, sie steckt aber auch ein bisschen im Dilemma jetzt, die EZB, mit den hochverschuldeten Euro-Peripheriestaaten. Also wenn sie da wirklich zu eilig agieren würde, dann könnten die auch ganz schön in die Bredouille kommen jetzt mit der. Nein, das ist eine falsche Beobachtung. Weshalb sind sie so hoch verschuldet? Weil sie so lange durch niedrige Zinsen ermutigt wurden, Geld aufzunehmen. Das ist der Grund. Die Notenbanken haben diesen Schlamassel selber angetan, selber verrichtet. Und wie kommt die EZB da wieder raus?
Ja, rufen Sie die Lagarde an. Die Lagarde weiß natürlich überhaupt nichts. Das ist das Problem. Ich schaue doch sehr viele Interviews an und Filme, Dokumentarfilme. Und es gibt so viele intelligente Akademiker, Richter und auch Philosophen und Wissenschaftler. Und weshalb sitzen in den Regierungen Europas und Amerikas die dümmsten Leute? Ist ja unglaublich. Das ist wie ein Gang durch eine Geisterbahn an der Chilbi. Unglaublich. Ja, was wäre Ihre Lösung, Herr Faber? Wirklich da vielleicht Nordeuro, Südeuro, da wirklich dann Staaten pleite gehen zu lassen? Oder wie sollte da agieren? Ja, leider ist natürlich schon so, dass alle Politiker demokratisch gewählt wurden. Ich meine, wir haben auf der Welt eine Tendenz zu den Linken, zu den Grünkommunisten, zu den Umweltkommunisten. Und die Leute, leider glauben sie, dass der Staat unendlich Mittel hat. Nun wurde dieser Glauben, der eigentlich die Religion ersetzt hat, dass der Staat alles bezahlen kann. Wer hat diesen Glauben verbreitet? Das müsste sich man noch überlegen. Aber es ist doch ganz klar, dass der Wohlstand in Deutschland nach dem Krieg, nach dem Zweiten Krieg, Zweiten Weltkrieg erreicht wurde durch ganz harte Arbeit von ihren Eltern, von ihren Großeltern. Und heute, ja, 40-Stunden-Woche ist viel zu viel, der Mensch ist überlastet und so weiter. Ich kann Ihnen versichern, ich kenne nicht einen Unternehmer, der erfolgreich wurde, der weniger als 7 Tage in der Woche arbeitet und Minimum 8 Stunden im Tag. Minimum. Ja, da fällt mir der BMW als bestes Beispiel ein. Ein Kollege von mir, ich glaube, 36-Stunden-Woche hat er noch. Also, puh, ja, da müssten wir vielleicht schon mal ein bisschen was überlegen, ja. Müssen wir uns aber, Herr Faber, müssen wir uns da vielleicht wirklich jetzt in den nächsten Monaten auch auf hohe zweistellige Inflationsraten einstellen? Gibt es da jetzt keinen Ausweg für Sie? Ist das für Sie gesetzt? Schauen Sie, die Inflation wie die Deflation und die Zinssatzbewegung, das sind lange Zyklen. Also wir hatten eine steigende Zinssatzstruktur zwischen 1942 bis 1981. Und dann hatten wir eine fallende Zinssatzstruktur in der Welt bis vor kurzem, rund März bis August 2020. Seitdem steigen die Zinsen leicht und die Inflation hat sich auch beschleunigt nach oben. Gut, wenn Sie die Inflationswelle der 70er Jahre betrachten, dann begann sie bereits Ende 50er Jahren, aber also mäßig. Und dann beschleunigte sie sich bis 1973, 74. Da lag die Inflation in Amerika bei 12%. Dann ist sie zurückgefallen auf 6%. Ist sie wieder gestiegen auf rund 12, 13, 14% im Jahre 1980. Also das gibt immer Wellen und das ist auch wie ein Bullenmarkt, also eine Ose an der Börse. Ist nicht gerade linear, sondern es gibt Rückschläge, wie wir hatten im Jahre 87 und dann wieder im Jahre 2000, 2003 und dann 2007, 2009 und so weiter. Also das muss man sich bewusst sein, aber ich nehme an,
dass die Regierungen in einer Lage sind, wo ihnen gar keine andere Alternative zur Verfügung steht, als Geld zu drucken. Und ich habe bereits erwähnt, das intellektuelle Niveau von Notenbanken ist leider sehr tief. Sie haben keinen Karl Otto Böhl mehr in Deutschland. Nee, den habe ich auch nicht mehr gekannt. Mehr. Ja, gut, der ehemalige Bundesbankchef war ja auch nicht schlecht, aber der hat dann auch die Segel gestrichen, leider, muss man sagen. Ja, die Deutschen und die Schweizer haben eigentlich keine unabhängige Geldpolitik mehr, denn die Geldpolitik wird weitgehend von der EZB geführt und die Lagarde hat überhaupt keine ökonomischen Kenntnisse. Sie hat allerdings große Kenntnisse in der Arroganz. Das hat sie. Herr Faber, Ihre persönliche Meinung, Sie sind bekannt für Ihre markanten Aussagen. Sie haben es auch vorhin gemeint, auf jeden Fall. Wir sind im Bärenmarkt, haben jetzt gut 20% seit den Rekordständen Anfang des Jahres verloren. Die One-Million-Dollar-Frage ist natürlich, wie weit kann es da noch nach unten gehen? Also glauben Sie wirklich, dass wir da die Tiefstände vom Corona-Crash im März 2020, dass wir die nochmal sehen werden? Da war ja der DAX auch bei 8.250. Ja, also das würde ich sagen, ist sehr gut möglich. Aber allerdings muss ich erwähnen, die Börse in Amerika 1973 erreichte den Höchstpunkt im Januar. Und dann fiel sie sehr stark bis Juni. Und dann hat es einen Bärenmarkt-Rally, also eine Ose, die fast wieder zum Höchstpunkt führte, bis Oktober 1973. Dann kam die zweite Welle im Abwärtstrend. Und dann gab es nochmals ein Rally, so zwischen Dezember bis März 1974. Und dann im Herbst 1974 kam dann die Phase der völligen Enttäuschung und der Panik. Und das kann lange gehen, nicht? Man muss also, wenn jemand heute zu mir kommt und sagt, ja, soll ich Alabes verkaufen, dann würde ich ihm sagen, nein, denn die Märkte sind kurzfristig überverkauft. Mit anderen Worten, eine Erholungsphase könnte sich abzeichnen, durchaus. Aber dass sie Höchstpunkte wieder erreichen, also Spitzenwerte erreichen bei den Börsen, ist meiner Ansicht nach also höchst unwahrscheinlich. Also höchst unwahrscheinlich. Ja, also DAX schaut ja auch so aus jetzt in den vergangenen zwei Tagen. Jetzt heute, wo wir am Donnerstagabend das Video aufzeichnen, da ging es ja jetzt doch wieder deutlich in der Gegenreaktion nach oben. Also Sie glauben da wirklich, dass wir in den nächsten Wochen, Monaten da nochmal eine deutliche Erholungsrallye sehen könnten? Möglicherweise. Aber sehen Sie, am Anfang habe ich Ihnen beschrieben, was ich von den europäischen und amerikanischen Politikern halte. Und als Anleger, zum Beispiel, ich kann überall auf der Welt anlegen. Und ich hatte früher größere Bestände, auch an der Schweizer Börse und so weiter. Und bis vor rund 15 Jahren hatte ich das meiste Geld in Schweizer Banken. Und jetzt habe ich das meiste Geld in Asien, denn die Politiker in Asien sind nicht besser. Aber die Regierungsausgaben als Prozent der Wirtschaft sind natürlich wesentlich tiefer. Wir haben nicht diesen Sozialismus, wie Sie ihn in Deutschland und der Schweiz haben. Also ich könnte Ihnen Beispiel nach Beispiel erwähnen. Mit einer derartigen Sozialpolitik ist es ganz klar, dass der Staat bankrott gehen wird und dass der Staat gar nicht seinen Verpflichtungen nachkommen kann. Kann er nicht. Hat kein Geld, alle Pensionierten richtig zu die Renten auszuzahlen. Die Renten müssten ja um die Inflationsrate steigen, aber das werden sie nie tun können.
Herr Faber, bevor wir uns jetzt dann gleich mal auf Ihr Portfolio anschauen, wie Sie sich da am besten schützen im Moment, noch ein kurzer Hinweis an die Zuschauer. Habt ihr die jüngsten Kursrücksätze jetzt schon genutzt, um einzusteigen oder vielleicht nachzukaufen, oder haltet ihr lieber die Füße still? Dann schreibt uns gerne eure Erfahrungen direkt unten in die Kommentarfunktion oder als Mail an redaktion@bialo.de. Auch Fragen, Wünsche, Anregungen jederzeit herzlich willkommen, und natürlich Kanal abonnieren, weiterleiten, liken nicht vergessen. Damit helft ihr uns, dass unser Kanal weiter wächst. Vielen Dank. Herr Faber, aber jetzt ins Eingemachte. Sie setzen ja generell immer, machen Sie eine Vermögensaufteilung, 25% Aktien, 25% Immobilien, 25% Gold und 25% Cash oder Obligationen. Ist das immer noch so? Erstmal gefragt. Und haben Sie da jetzt, was haben Sie da vor allem nachgekauft im Aktienbereich? Ich meine, da ging es ja, da mussten Sie ja die Aktienquote dann wieder auf 25% hochziehen. Ja, das stimmt zwar schon, aber nachdem die anderen Werte auch gefallen sind, wie Immobilien und Obligationen, musste ich nicht sehr viel verändern. Und meine Aufteilung, die 25% je, ist so ein Ideal. Aber es ist nicht eine strenge Disziplin, dass ich da vor dem Schirm, ich habe Bloomberg mit mir die ganze Zeit, überall auf der Welt. Aber es ist nicht so, dass ich jeden Tag da die ganze Gewichtung neu berechnen muss. Aber ich habe schon letztes Jahr eigentlich den Aktienanteil etwas reduziert. Und ich habe seit 2 Jahren eigentlich keine Obligationen mehr gekauft, bis vor 2 Wochen. Und da habe ich ein paar Treasuries gekauft, aber nicht mit einer großen Liebe. Aber ich glaube, wir sind in einer Rezession. Und ich glaube, die Rezession könnte unangenehmer ausfallen, als das Publikum und die Politiker annehmen. Das ist so meine Ansicht. Möglicherweise nicht. Wir haben in der Geschichte so Zyklen auch in der Zivilisationszyklen. Und es gibt Zivilisationen wie die Römer, die erreichen den Maximumstand ihrer Prosperität wahrscheinlich etwas nach der Geburt von Jesus und so weiter. Aber es ging dann nicht sofort nach unten. Es konnte sich halten, noch während 300 Jahren. Aber dann ging es also rasant nach unten. Das war auch bei den Ottomanen, nicht? Der reichsmaximale Macht der Ottomanen wurde wahrscheinlich so im 14., 15. Jahrhundert erreicht. Dann hielt es sich stabil, dann ging es dann rapid nach unten im 19. und 20. Jahrhundert. Und so geht es mit den Zivilisationen. Und ich nehme an, dass die westliche Zivilisation so in den Jahren 1960, 1970 ihren Spitz erreichte, relativ zum Rest der Welt. Nicht 1960 war China kein Faktor in der Weltwirtschaft. Indien war kein Faktor. Russland war kein Faktor. Und heute Indien und China sind bedeutende Länder wirtschaftlich. Aber die europäischen Politiker, die haben den Absturz der westlichen Zivilisation, der Untergang des Abendlandes, haben sie massiv beschleunigt. Massiv. Also man hätte keine dümmere Geldpolitik, Finanzpolitik und allgemeine Gesellschaftspolitik führen können, um den relativen Rückgang der westlichen Zivilisation derart zu beschleunigen wie unsere Politiker. Herr Faber, jetzt sind Sie ein bisschen ausgewichen, aber auf meine Frage, Sie haben schon gesagt, ein bisschen was haben Sie schon zugekauft. Was haben Sie da gekauft? Okay, Sie wollen immer nicht gerne Einzeltitel nennen, aber so Branchen, Regionen, das können Sie schon sagen, oder Bankentitel, Tech-Werte,
nach 80%, das war doch auch verlockend, oder? Ja, gut. Also wesentlich habe ich nicht zugekauft. Ich habe relativ große Bargeldbestände. Aber ich habe vor einer Woche etwas Gold gekauft, weil ich das immer kaufe. Aber ich bin nicht jemand, der sagt, Gold wird auf dieses Niveau oder jenes Niveau steigen und so weiter. Aber ich glaube, in einem unangenehmen Anlageumfeld würde Gold wahrscheinlich weniger fallen als andere Sachen, nicht? Ja, ich hätte mehr Vertrauen in Gold als in der Notenbank der Frau Lagarde, sagen wir. Ja, aber trotzdem schwächelt der Goldpreis. Das ist allerdings nicht eine schwierige Überlegung, das kann sich jeder überlegen. Das ist kein großer akademischer ja. Wertzuwachs. Ja, Herr Faber, aber trotzdem schwächelt der Goldpreis ja. Im Endeffekt sind wir jetzt unter dem ersten Allzeithoch von 2011. Gut, wir hatten jetzt auch schon über 2000 die Feinunze, aber jetzt stehen wir wieder deutlich drunter. Da hätte man sich doch auch eigentlich anders denken können. Gold, Krisenschutz, Inflationsschutz, warum läuft es da im Moment nicht? Ja, das habe ich versucht zu erklären in meinen Anlagebriefen. Nicht, wenn Sie eine Wirtschaft haben, die sehr erweitert wurde im Anlagewesen, also vor allem im Finanzwesen, wo der Börsenwert und der Obligationenwert und also der Schuldenberg als Prozent der Realwirtschaft überdurchschnittlich wächst. Also sagen wir haben eine Weltwirtschaft, die ist so groß, und wir haben einen Finanzbereich, der ist so groß. Der geht bis zur Decke, 5 Meter in meinem Büro. Und wenn eine Zinssatzerhöhung kommt und dieser Finanzbereich noch stark verschuldet ist und die Regierung sowieso, hat ein Anstieg der Zinsen natürlich einen großen Einfluss auf die Vermögenswerte. Nun, Sie sagen, ja, Gold hat sich nicht gut gehalten. Ja, ich würde sagen, Gold hat sich schon etwas besser behalten als gewisse Werte in Deutschland und die Meme-Stocks in Amerika, AMC und GameStop, die alle Spekulanten und die Jungen kauften. Jemand musste alles diesen Kehricht kaufen. Von Peloton zu alles. Und diese Aktien sind zum Teil so um 80% gefallen. Ja, schauen Sie, der beliebteste Anlagefonds in Amerika, und ich nehme auch an, in Deutschland, war ARK Innovation. Schauen Sie doch nach, wie viel der gefallen ist seit Februar 2021. Haben Sie das schon angeschaut? Ich schätze mal 60%. Ja, der ist also um mehr als 70% gefallen. Aber ich will nur sagen, wenn Sie einen jungen Mann kennenlernen und der hat sein ganzes Geld verloren und ich verliere auf Gold nur 5%, dann bin ich relativ besser dran als in einer Osse, wo alle 30% verdienen und ich verdiene nur 10%. Die Leute sind einer Hirnwäschung untergangen, dass alles immer steigt. Und deshalb denken sie nicht, wie verhalte ich mich, wenn eines Tages die Vermögenswerte nicht mehr steigen? Ja, Herr Faber, ich kenne Sie aber auch jetzt schon, ja gut, seit 2006 haben wir, glaube ich, das erste Interview gemacht. Damals noch beim deutschen Anlegerfernsehen. Aber ich kenne Sie ja, Sie haben bestimmt was auf der Watchlist und schauen sich jetzt schon die Kurse schon ein bisschen genau an. Wenn jetzt da jemand 20% unter Buchwert notiert, dann muss doch da auch schon ein bisschen in den Fingern jucken bei Ihnen, oder? Da machen Sie überhaupt nichts im Moment. Oder würden Sie was machen, wenn Sie 30% jetzt noch weiter runtergeht und wo? Ja, ich glaube, dass
In den Schwellenländern haben wir eine Base, die bereits seit 2015 dauert. Also ich sage immer, ein Bärenmarkt, idealerweise dauert er rund 4-5 Jahre. Dann ist das eine Vorbedingung, dass der Markt relativ tief ist, dass er unbeliebt ist, dass er vernachlässigt wird. Also zum Beispiel im Moment, eben wegen den Medien, schicken Sie einen deutschen Journalisten nach Hongkong, der wird Ihnen nur negative Artikel schreiben. Die deutsche Presse schreibt nur negativ über China. Sie verletzen die Menschenrechte und. Aber genau sind sie gar nicht orientiert, denn sie gingen ja gar nicht das anschauen in Xinjiang und so weiter. Das ist, die Medien sind sozialistisch heute und sie sind sehr einseitig. Sie unterstützen den Krieg in Ukraine, die NATO. Die NATO wird geführt von Amerika. Die deutsche Außenpolitik wird geführt von Amerika. Die deutsche Außenpolitik schadet den Deutschen am meisten. Da muss man sich fragen, was die Leute sich überhaupt überlegen. Ja, weil sie China ansprechen, muss ich sagen. Ich meine, ich habe kein Verständnis, dass die Lagarde bei der EZB ist, aber dass die von Leiden, der Präsident der Europäischen Union ist, das ist ja auch eine aus der Geisterbahn. Herr Faber, aber weil Sie jetzt China schon ansprechen, muss ich es natürlich auch noch stellen, die Frage, wie schätzen Sie da die Gefahr ein, dass jetzt China, Russland, Indien gemeinsame Sachen machen, wirklich auch, und da die Fronten hochfahren? Ja gut, es gibt immer Rivalitäten zwischen Ländern. Aber ich muss einfach bemerken, wenn der Biden und diese Politiker in Europa immer sagen, die ganze Welt ist gegen Putin, stimmt das überhaupt nicht. 88% der Weltbevölkerung hat keine Sanktionen gegenüber Russland angesagt. Überhaupt nicht. Und die großen Handelshäuser im Rohstoffhandel, die kaufen alles von Russland. Können Sie sich drauf verlassen? Wie wollen Sie das kontrollieren? Sanktionen ist ungefähr das Dümmste, wie sie einem anderen Land schaden können. Sie schaden sich am meisten selber. Also wie es jetzt so raushört, aber es ist ein Beispiel in der Weltgeschichte, wo Sanktionen funktioniert haben. Fällt mir nichts ein, auf jeden Fall. Aber was ich auch so raushöre, ist, dass da USA und Europa schon aufpassen müssen, Ihrer Meinung nach, dass die sich nicht isolieren, also dass es da nicht wirklich zu den zwei Welten, zu dem Konflikt kommt. Auf der einen Seite eben China, Russland, Indien, auf der und vielleicht auch noch die südamerikanischen Länder, Afrika und dann eingekesselt USA und Europa. So höre ich es ein bisschen raus im Moment. Ja gut, ich würde da doch bemerken, als ich jung war, vor 200 Jahren, und ich aufgewachsen bin in den 50er und 60er Jahren und in die Schule ging in der Schweiz, haben wir Amerika immer bewundert und gesagt, das macht man so in Amerika und super und alles und groß und so. Und Amerika genoss nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich ein großes Prestige. Aber heute auf der Welt ist das Prestige verschwunden und alle Leute misstrauen Amerika. Aber aus guten Gründen, denn sie sind einfach Hypokriten. Nicht? Der Angriff in Ukraine wurde provoziert. Nun, jemand kann sagen, nein. Aber dann wird die Presse immer so negativ schreiben über den bösen Putin und so weiter. Aber als die Amerikaner Irak angriffen, Libyen, Afghanistan, die Journalisten in der westlichen Welt sind da, okay. Ja,
Aber trotzdem haben Sie US-Treasuries gekauft. Also es passt jetzt auch nicht irgendwie nicht ganz zusammen. Wenn ich habe Ihnen erklärt, ich habe Ihnen deutlich erklärt, dass ich während 2 Jahren keine Obligationen gekauft habe. Ich habe in letzter Zeit einige gekauft, weil ich erwarte, dass in einer Rezession die Inflationszahlen etwas besser aussehen werden und deshalb die Treasuries steigen könnten. Aber ich habe Ihnen auch gesagt, ich habe das nicht aus großer Herzenslust gemacht, weil sie nicht sehr tief bewertet sind. Aber sie sind überverkauft, sie sind um mehr als 30% gefallen seit dem Spitz anfangs 2020. Alles klar. Und wo parken Sie noch Ihren Cash im Moment? Schweizer Franken, haben Sie gesagt? Nicht mehr, haben Sie es abgegeben? Nein, der Schweizer Franken ist ein Euro. Das ist nichts anderes als ein Euro. Es hat für einen internationalen Anleger eigentlich wenig Sinn, in Europa zu investieren. Ich habe Investitionen in Europa, weil sie relativ billig sind im Vergleich zu den Vereinigten Staaten. Aber, und aus Diversifikationsgründen. Ja, Sie müssen begreifen, heutzutage haben wir so viele Staatseingriffe, da ist die Planung für den Einzelnen sehr schwierig. Und das Beste für mich ist zu diversifizieren. Also habe ich Vermögenswerte in Europa und in Kanada und etwas in Australien habe ich keine, aber in Asien der große Teil. Und natürlich, weil ich Schweizer bin und auch dort Immobilien habe, auch einen Teil in der Schweiz. Aber das will nicht bedeuten, dass ich viel von denen halte. Die Schweizer Politiker sind alle Sozialisten geworden, mit wenigen Ausnahmen. Und haben Sie Ihre Bitcoins auch noch? Aber ihr in Deutschland, ihr habt ja die Sozialisten gern, das wollt ihr ja. Nichts denken und der Staat bekümmert sich um alles. Ja, keine persönliche Verantwortung aufnehmen. Herr Faber, haben Sie den Bitcoin auch noch? Das hat mich doch ein bisschen überrascht. Ich habe keine Position in Bitcoin. Auch kein Krypto mehr? Nein. Gut. Vielleicht dann noch abschließend, Herr Faber. Welchen Rat haben Sie da jetzt, wenn jemand kommt und sagt, oh, ich habe zu viel Cash, habe geerbt, meinetwegen 100.000 Euro. Wie lege ich das jetzt sicher an, dass ich absolut keinen Wertverlust habe, auch abzüglich Inflation? Da gibt es nichts für Sie, oder? Doch, Sie können Bier trinken und Whisky. Und Sie können sich weiter ausbilden. Ich würde sagen, die Menschen kommen ständig zu mir und sagen, was soll ich mit Geld machen? Und ich sage immer, grundsätzlich sollten Sie jeden Tag etwas dazulernen zu dem, was Sie bereits wissen. Auch wenn Sie jeden Tag etwas dazu lernen, Sie werden nie alles wissen. Aber wenigstens geben Sie sich Mühe. Und von rein Facebook anzuschauen und die dummen Journalisten bei den Fernsehstationen, werden Sie also gar nichts lernen. Da nehme ich mich jetzt mal aus, Herr Faber. Also ich fühle mich jetzt da mal nicht angesprochen. Aber Sie sind ja kein gewöhnlicher Journalist, der für eine Zeitung arbeitet. Und Sie wissen ja, wem die Medien gehören. Herr Faber, aber trotzdem, jetzt stehen ja doch auch viele jetzt junge Leute ein bisschen verzweifelt da, wenn sie auf ihren Rentenbescheid schauen, mit der Inflation, alles. Macht es da vielleicht dann doch Sinn, wenn man 30 Jahre Zeit hat, so einen ETF-Sparplan? Können Sie sagen, okay, das ist eine gute Sache oder bringt das für Sie auch nichts dann? Aber ich würde dem Jungen sagen, schauen Sie, Sie mögen zwar sehr schlau sein und vielleicht werden Sie die Lotterie gewinnen, aber die meisten Leute werden nicht reich, indem sie Lotterietickets kaufen. Die meisten Leute, wenn Sie betrachten, Jungunternehmer, und alte Unternehmer und Familienvermögen und so weiter, die beruhen meistens auf viel Arbeit. Und da würde ich einem Jungen sagen, wenn du denkst, dass du mit 35 Stunden in der Woche reich werden kannst, dann
Vergiss es. Das ist gar keine Möglichkeit. Wenn einer jung ist, kann er ja 60, 70 Stunden in der Woche arbeiten. Kein Problem. Ja, ich meine aber jetzt nur die Altersvorsorge. Ich meine, Sie haben das Rentensystem angesprochen. Da muss man ja schon ein bisschen auch selbst vorsorgen, Vermögen aufbauen. Ist das nicht eine gute Sache jetzt, wenn ich sage, okay, ich bin 25, habe jetzt 30 Jahre Zeit oder 40, mache jeden Monat, arbeite hart auch, jetzt gehen wir mal von der hart arbeitenden Bevölkerung aus, und stecke da immer 300 monatlich rein im Monat. Das, nach 40 Jahren glauben Sie nicht, dass man da mit einem guten Holz rauskommt? Möglicherweise. Aber verstehen Sie, wir haben Regierungen heute. Wenn Sie Kleinunternehmern sagen konnten, Sie müssen Ihr Geschäft schließen, Sie müssen Ihr Restaurant schließen, Ihren Café schließen, das ist ein Schritt in die Freiheit des Einzelnen, die Souveränität des Individuums, die sondergleichen ist und noch nie in der Weltgeschichte stattgefunden hat. Das muss ich also betonen. Und das wurde von sogenannten Demokraten, die demokratisch gewählt wurden, aber was sie getan haben mit ihren Einschränkungen, ohne genaue Wissenschaft untersucht zu haben und den Zwang zur Impfung für Staatsangestellten und so weiter. Das ist ja unglaublicher Eingriff in die Privatsphäre des Einzelnen. Und wenn die das machen können, können sie auch ihr Vermögen eines Tages enteignen. Wie in Zypern geschehen ist vor 3 Jahren. Dr. Doom, wie ihr leibt und lebt, Herr Faber, Zeit ist schon weit fortgeschritten. Wir können gern nochmal nachlegen, vielleicht im September, wenn Sie Lust haben. Hat auf jeden Fall wieder sehr viel Spaß gemacht. Ja, bisschen desillusioniert. Spaß macht. Aber, ja, das, gut, bisschen wenn man die Regierungen anschaut, die Regierungsbeamten, ist das also ganz betrüblich. Also wirklich deprimierend für jemanden, der aufgewachsen ist zu einer Zeit, wo wir doch gewisse Staatsleute bewundert haben, der Adenauer und der de Gaulle und so weiter. Das waren Persönlichkeiten, die auch Courage hatten und eine Meinung und Intelligenz und Kultur und allgemeines Wissen. Heute schauen Sie mal gerade eine von Leiden. Das ist schrecklich. Ja. Und Lagarde, schrecklich. Ein bisschen pessimistisch. Sie sind ganz einverstanden. Sie bewundern diese Politiker. Sie schauen mich an, wie wenn ich da ein Querschläger wäre, wenn ich die Wahrheit Ihnen vortrage. Ja, ich bin ein bisschen jetzt erschrocken, weil Sie gemeint haben, 40 Jahre ETF sparen für die Altersvorsorge, das weiß man nicht, ob man da jetzt, ja klar, sicher weiß man nie was, aber was sollen wir denn sonst noch machen, wenn die Rente nicht reicht? Kaufen Sie ein kleines Haus auf dem Land. Hammer. Aber nicht unbedingt in Holland, wo die Regierung Ihnen den landwirtschaftlichen Betrieb schließt. Das ist eben die Eingriffe der Regierung in die Privatsphäre. Und ich kann Ihnen, ich habe so viele Bücher über politische, also die Philosophie der Politik und des politischen Systems. Ja, Mao ist auch hinten, glaube ich, und Marx auch sogar, glaube ich, ne? Ja, ich habe eine große Sammlung von den kommunistischen Ideologen. Aber das ist nicht meine Ideologie. Wobei gewisse Sozialisten natürlich hochintelligente Menschen waren und waren relativ ehrlich. Der Marx ist arm gestorben, nicht? Und muss man sehen. Ich kenne keinen Politiker, der arm stirbt. Verstehen Sie? Das ist der Unterschied. Früher haben Politiker und diese Philosophen und sagen wir Denker haben immerhin ein Leben geführt, das ungefähr ihren Vorstellungen
nahe lag. Ich meine, alle großen Denker in der Geschichte sind nicht reich gestorben, weil sie sich eben eingesetzt haben und an ihrem Glauben geglaubt haben, an ihre Lehre. Aber heutzutage ist das anders. Die Politiker, die glauben nur an sich. Sie sind doch gar nicht interessiert am einzelnen Bürger auf der Welt. Überhaupt kein Interesse. Ja, bleibt nur zu hoffen, dass sich da vielleicht auch ein bisschen was tut und dass das alles wieder ein bisschen vernünftiger wird. Herr Faber, vielen Dank für Ihre Zeit auf jeden Fall und wäre wirklich klasse, wenn wir da nochmal nachlegen könnten im September. Vielleicht haben Sie dann ja auch ein bisschen Aktien gekauft, auch wenn es für Sie da keine Garantie gibt. Klar, Garantie gibt es nie im Leben, nur den Tod. Aber wäre schön, wenn wir da vielleicht auch nochmal nachlegen könnten. Ja, Steuern sind eine Garantie. Und das würde ich einem Jungen anraten, auf jeden Fall versuchen, keine Steuern zu bezahlen. Sagt Dr. Doom, Mark Faber. Herr Faber, besten Dank und alles Gute für Sie. Vielen Dank. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann gebt uns gerne wieder einen Like. Abonniert unseren Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Auch kräftig liken, weiterleiten. Dann helft ihr, dass unser Kanal wächst. Vielen Dank. Habt ihr Fragen an Dr. Doom, Mark Faber für unsere Fortsetzung dann im September? Schreibt uns gerne eure Fragen direkt unten in die Kommentarfunktion oder als Mail an redaktion@bialo.de. Vielleicht ist ja dann genau eure Frage beim nächsten Mal dabei. Noch ein kurzer Programmhinweis in eigener Sache, auch wenn Herr Faber jetzt nicht so viel von ETF-Sparen hält. Sagt euch mein Kollege Luis Ropero, warum es sich gerade jetzt lohnen kann, mit einem ETF-Sparplan einzusteigen, zumindest was die Statistik hergibt. Klar, Garantie gibt es keine. Schaut doch einfach mal rein, würde mich freuen. Und dann geht es auch nächstes Mal gleich weiter im Programm mit Investmentpunk Gerald Hörhahn zum Thema Immobilieninvestments. Wird sicher auch spannend. Bis dahin macht's gut und hoffentlich bis zum nächsten Mal.